Psychopharmaka-Entzug, wann du niemals absetzen reduzieren solltest. Leute, schaut euch dieses Video an. Es ist ein Fehler, den, glaube ich, viele machen, was eigentlich, wenn man sich es mal logisch überlegt, ganz selbstverständlich ist zu verstehen. Aber mein Freund ist jetzt auch dieser Fehler unterlaufen, gerade erst diese Tage. Wir haben es abwenden können, die große Absetzpsychose. Aber schaut euch das Video an, um euch zu informieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp von mir. Ja, mein Name ist Vera Maria und ich hatte selbst zwei große Psychosen. Aber seit so knapp 2 Jahren reduziere ich sehr erfolgreich meine Medikamente. Ich bin von 800 Milligramm Seroquel auf 200 Milligramm Seroquel gekommen. Ich bin von 7 Milligramm Risperidal auf 2,5 sind sie jetzt Milligramm Risperidal gekommen. Das Lithium, das ich noch nehme, habe ich noch nicht reduziert. Das hebe ich immer ganz bis zum Schluss auf. Ich will zuerst das Seroquel und das Risperidal reduzieren. Was ich euch damit sagen will, mit meiner Methode, also oder die Methode, die auch an Peter Lehmann angelehnt ist und an den BPE, funktioniert es wirklich gut, Medikamente zu reduzieren. Abseits von den Psychiatern, die halt auch mal, sag ich mal, missbauen und falsche Tipps geben. Aber Medikamentenreduktion ist auf alle Fälle sehr gut möglich. Ja, hier seht ihr eine Playlist von mir. Da habe ich mal alle Videos, die ich über Medikamentenreduktion und Tipps dazu gemacht habe, gesammelt. Schaut euch die gerne an. Ist mir wirklich wert, wenn man selber Medikamente ausschlägt oder reduziert, sich selbstständig zu informieren, weil auf die Psychiater ist halt nicht unbedingt Verlass. Die informieren halt nur unzureichend oft leider, ja. Ja, heute in diesem kurzen Video will ich euch einfach einen Tipp geben. Reduziert nie auf wackeligen Untergrund. Sag ich mal, es ist wie wenn ihr labil seid oder psychisch instabil seid und dann reduziert. Das ist wie wenn man ein Kartenhaus baut auf einem wackeligen Untergrund. Das funktioniert nicht. Mein Freund hat es nämlich erst reduziert, also der ist noch ganz am Anfang mit seiner Reduktion und wir hatten irgendwie eine schlechte Kommunikation und er ist halt so, Mensch, er behält sehr viel für sich, also habe ich das auch nicht so verstanden, dass er eigentlich gerade in der Krise eigentlich eher ist und ich habe immer so verstanden, ihm geht es ganz okay. Und ich habe ihm halt, also wir haben geredet, ja, jetzt fängst du mal an mit Reduzieren. Er meint so, ja, okay, geht schon, halt wieder schlechte Kommunikation gehabt und er hat reduziert. Einige Tage später, nachdem er vom Seroquel zwar nur 5% reduziert hat, aber meinte, er wird immer wackeliger. Und dann meine ich so, ja Schatz, aber was ist denn los? Es war schon eine 5% Reduzierung. Was meint er? Ja, er meint, ja, eigentlich ging es mir von Anfang an, seit 2 Wochen schon eher so wackelig, habe ich dir doch gesagt. Habe ich gemeint, hey, du hast vielleicht einmal oder so erwähnt, dir geht schlecht, aber du hast mir überhaupt nicht kommuniziert, dass du eigentlich gerade in der Krise bist. Ja, das ist eben das, was man eben nicht machen darf, wenn man schon wackelig ist, reduzieren. Ihr denkt jetzt, das klingt logisch und das ist so plausibel und warum kommt man denn da nicht selber drauf? Es ist echt so, ich glaube, das ist von vielen ein Fehler, dass sie reduzieren, wenn sie schon labil sind oder wackelig sind. Also, Botschaft an euch. Nur reduzieren, weil ich empfehle immer reduzieren von Medikamente, weil Medikamente sind schädlich, bla bla bla, habe ich schon oft gesagt, haben viele Nebenwirkungen. Reduktion von Medikamenten ist super, wenn man außerhalb der Krise ist, aber eben nur außerhalb der Krise. Nicht reduzieren, wenn man noch in der Krise ist oder wenn man in einem labilen, allgemein wackeligen Zustand ist, darf man nicht reduzieren. Reduktion geht nur, wenn man sich stabil fühlt. Das ist eine Faustregel, das ist ganz wichtig. Ja, denn bei der Medikamentenreduktion gilt wirklich, seid geduldig und lasst euch Zeit und wartet lieber. Und wenn ihr merkt, ihr seid noch labil, dann hängt noch ein paar Wochen dran und dann erst reduzieren. Einfach wirklich, das habe ich in meinem einen Video auch schon gesagt, seid geduldig. Weil es bringt euch gar nichts, wenn ihr zu schnell reduziert. Und was passiert dann? Ihr kriegt eine Absetzpsychose. Oder es wird einfach so ein Entzug oder solche Entzugssymptome, die einfach mega unangenehm sind. Also wirklich Geduld bewahren. Ich bin auch geduldig, muss ich sein. Ich reduziere über Jahre meine Medikamente, wie ich vorher gesagt habe. Ich reduziere schon seit 2 Jahren. Ich stelle mich noch auf weitere paar Jahre ein, weil ich halt einfach eine extrem hohe Dosen Neuroleptika hatte. Habe ich euch ja vorher kurz erklärt, wie hoch ich es hatte. Halt 3 verschiedene Medikamente noch. Das ist mal, wenn man es eine Zeit lang genommen hat, schon einige Jahre dabei. Ja, in diesem Video 10%-Regel. Erkläre ich das nochmal genauer, wie ich das meine, 10% vom Medikament reduzieren. Die Abstände zwischen den Reduzierungen hängen von der Dauer der Einnahme ab. Aber erkläre ich eben in diesem Video genauer. Ja, sich in Geduld üben, nichts verstürzen.
Das ist auch oft ein Gesprächsthema in meiner Telegram-Gruppe, wo halt auch die Leute dann oft sagen, ach, ich will so gern meine Medikamente schneller reduzieren. Viele reden auch davon, sie leiden ungeheuer unter Nebenwirkungen, kenne ich ja auch. Meine Telegram-Gruppe wächst und wächst, das ist voll schön. Wir sind jetzt 145 Mitglieder, voll schön. Ich habe so, ach, ich weiß gar nicht mal genau, vor einem Jahr durch ungefähr gegründet. Und ja, das ist echt ein schöner Austausch. Ich hänge auch sehr in der Gruppe. Ich möchte sie nicht mehr missen. Ich mache euch in die Beschreibung und das Video und auch in die Kommentare, findet ihr überall die Links zu der Gruppe. Seid alle herzlich eingeladen. Das geht so um Heilungspsychose. Andere psychische Besonderheiten sind auch willkommen. Ja, ja, und abschließend seht ihr hier Lesungen aus meinem Buch, die unheimliche Magie der Psychose. Mache ich natürlich immer Werbung dafür. Das ist mein ganzer Stolz. Ich schreibe gerade an einem zweiten Buch. Das soll ein Fantasy, Science-Fiction-Roman werden. Geht auch psychotisches Gedankengut aufbauend darauf in die Fantasy-Welt. Seid gespannt, was da kommt. Ich informiere euch auf alle Fälle hier auf dem YouTube-Kanal, wenn es veröffentlicht wird. Aber erstmal dieses Buch noch kann ich euch empfehlen. Liebe Grüße von mir. Tschüss!